Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, und wir haben es in der letzten Folge geschafft, zu der WDH vorzudringen, beziehungsweise zu den Technikern. Die WDH ist es noch nicht ganz. Da müssen wir einmal noch abgeben. Aber das sollte kein Problem sein. Techniker gab's hier hinten. Ich guck mal, ob die auch funktionieren. Ich glaube schon. Weil wäre ja doof, wenn nicht. Und dann brauchen wir gar nicht in die Arkroute gehen, sondern hauen hier ein paar. Das sind jetzt nicht so viele, die hier rumstehen, aber es sind ein paar. Und bevor die uns in der Arkroute tot machen, machen wir es lieber so. Mal gucken, ob die auch dauerhaft hinterher rennen oder ob die Probleme machen. Guck mal einer an. Das sind echte Techniker, die echt hinterher rennen. Das ist toll. Das sind also tatsächlich wahrscheinlich so eine Art echte Arkroutenmobs. Guck mal, da hinten sind noch mehr. Die können wir auch einsammeln. In der Zwischenzeit haben wir vielleicht hier ein bisschen Nachschub gemacht. So. Ich wollte gerade sagen, die anderen rennen wohl nicht zurück. So. Okay. Hier sind mehr, hier sind noch viel mehr, hier sind ganz, ganz, ganz viel mehr. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier eine vorsichtige Dingens hinkriege. So. Aha. Einmal umdrehen. Wow, 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 wow. So, okay, das hat funktioniert. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob die gezählt haben. Ich habe jetzt nämlich nicht drauf geguckt. Ich hoffe aber allerdings schon. Alles andere wäre ja doof. Also hier steht, ja, 7 von 30 zählen. Gut, ha, schön. Gut, dann machen wir hier ein paar Techniker und gucken, dass das so weit läuft. Alles, was wir nebenbei hauen, das hauen wir nebenbei. Sieht auch ganz gut aus vom Level her. Wie sagen die Minuten? Ja, das müsste gerade so reichen vielleicht, um hier ein bisschen was fertig zu kriegen. Kicken wir mal. So, und das reicht auch von den Leuten her, die hier an Technikern rumrennen. Da brauche ich mich jetzt nicht großartig anstrengen. Gut. Gut soweit. Okay, ansonsten, was gibt's Neues zu erzählen? Es ist nämlich gestern was passiert. Ich bin zur Arbeit gefahren und bei uns auf der Arbeit, ich bin quasi in die Straße eingebogen, also in die quasi in die Gewerbegebietsstraße, da wo unsere Einfahrt zu unserer Firma, also zu meiner Firma ist. Dort in die Einfahrt der meiner Firma bin ich dann halt eingeparkt. Oder beziehungsweise nicht in die Einfahrt meiner Firma, sondern halt in die Straße, also in diese Gewerbegebietsstraße bin ich eingebogen. Und da stand so ein LKW mitten auf der Straße, weil er halt ausholen wollte, rechts abzubiegen, und da hat er halt ausgeholt, um, das war knapp, um da auch vorbeizukommen. Das Problem ist, ich musste bremsen, natürlich, logischerweise. Das Problem ist, bremsen in der Kurve ist immer ein bisschen doof, weil das kann dazu führen, dass der Hintermann das nicht sieht. Ja, und ihr werdet es nicht glauben, der Hintermann oder die Hinterfrau in dem Fall hat es halt wirklich nicht gesehen. Es hat Bumm gemacht. Ja. Ist glücklicherweise keiner schwer verletzt worden oder keiner verletzt worden allgemein. Sie stand ein bisschen, war ein bisschen zittrig, die junge Dame. Also jung war sie nicht mehr, aber älter als ich. Aber es war eine Dame halt. War auch eine ganz liebe, und ich kann da auch keinen Vorwurf machen. Sie konnte da in der Form nichts wirklich dafür. Gehst du zurück? Ja, dankeschön. Sie konnte da in der Form wirklich nichts dafür. Was will ich denn da machen? Da kann ich nicht sagen, ja, du bist so gemein und so böse zu mir, weil du so gemein und so böse zu mir bist. Nee, wie gesagt, die junge Dame kann nichts dafür. Und da war ich natürlich auch ganz nett und so. Wir haben trotzdem die Polizei gerufen, auf ihren Wunsch auch hin. Sie hat aber auch gesagt, ja, ich bin auf jeden Fall schuld. Ist nur halt zur Sicherheit wegen Versicherung und so weiter und so fort. Ja. Da stand ich dann halt erstmal eine Stunde, etwa 200 Meter von meiner Arbeit entfernt, und hab dann erstmal auf die Polizei gewartet. Danach ging es noch relativ schnell, die haben alles aufgenommen und so weiter und so fort. Da wollte ich mein Auto anlassen. Geht nicht mehr. Also fahrtauglich war es übrigens noch, ne? War im Prinzip, wie gesagt, es ist mittlerweile in der Werkstatt, und die Werkstatt selbst hat gesagt, sie müssen es nicht noch genauer angucken, aber so wie das momentan aussieht, beläuft sich der Schaden vielleicht auf maximal 100 Euro und dann ist gut. Naja, jedenfalls hat der Dingens gesagt, also der Motor, genau. Ich hatte nicht mehr angesprungen, Batterie war alle, die wollte ich ja dieses Jahr auch wechseln, weil die sowieso schon sehr lange drin ist und arg schwach war, und da hat es halt gereicht, dort mit Warnblinkanlage rumzustehen. Die Kurzstrecke, weil ich wohne ja nicht wirklich weit von der Arbeit entfernt, habe ich ja schon mal erzählt. Zu weit zum Laufen, zu kurz zum Fahren eigentlich. Und diese Kurzstrecke. Jetzt habe ich nicht aufgepasst wahrscheinlich. Oder der hat mal einen ordentlichen Treffer gelandet. Ja, die Techniker tun immer noch Aua machen. Da muss man aufpassen, immer noch. Aber ja, okay. Zählt nichts.
Aber ich krieg wenigstens quasi einmal pro Folge kann ich sterben, glaube ich, jetzt mittlerweile. naja. Achso, ja, das Rollengeschichte hat sich jetzt auch erledigt. Ich werde trotzdem noch die T4-Rollen und alles fertig machen, einfach nur, weil ich sie habe, ne, ist klar. So, wir gehen aber erstmal hier bei Olivia auffüllen, kaufen, schlüpp, schlüpp. Okay, und dann gehen wir wieder an den Start. Ja, jedenfalls, ne, wir gehen nicht an den Start, wir machen mal in der Rotingens Rollen auf. Jedenfalls habe ich dann noch meine Frau angerufen, die Polizei ist dann erstmal stehen geblieben, hat gesagt, ja, okay, wir bleiben noch hier, sichern das ein bisschen, ist stehen geblieben, der Polizist hat ab und zu nochmal mit mir gequatscht, hat eine geraucht und so, und die Schneepirgis haben wir dann auch darüber geredet, nämlich, dass das unsympathische Zeitgenossen sind, die in der KH-Schneeebenen beheimatet sind. Ich glaube, die Karte habe ich noch gar nicht. Auf der registrierten Karte sind mehr Sterne, doch, habe ich. Okay, und naja, jedenfalls kamen die dann ewig nicht. Ich dachte, die wäre zu Hause gewesen, sollte halt Starterkabel mitbringen, damit sie Starthilfe geben kann. Die Polizisten hatten leider keins mit. Die haben gemeint, ja, unsere Autos sind halt immer so gewartet, da brauchen wir das nicht. Ich habe da schon anderes gesehen. Aber ja, jedenfalls hatten sie keins mit, es gehört halt nicht zur Standardausrüstung. Ja, also habe ich dort eine halbe Stunde gewartet, nochmal zusätzlich. Die Polizisten haben auch nochmal gefragt, wann kommt denn deine Frau? Die hat mich dann angerufen, hat gesagt, ja, wir sind jetzt da und da, holen uns ein Starterkabel. Wir waren ja unterwegs, wir sind nicht zu Hause gewesen. Das hätte sie mir auch sagen können, dann hätte ich nämlich direkt auf Arbeit angerufen und hätte da gefragt, ob da mir jemand runterkommen könnte, Starthilfe geben. Das sind, wie gesagt, 200 Meter gewesen. Naja. Ein Monster aus der KH-Schild, die Meganaterons, okay, neue Karte, registrieren wir. So, aber hätte Fahrradkette, jedenfalls war es so, wir haben, genau, dieses Monster tyrannisiert, die Jahal-Schneeebenen vor allem hier, ne, Karte registrieren wir auch. Und, ja, irgendwann hatte ich dann halt gesagt, so 5 Minuten bevor meine Freundin kam, weil der Polizist auch ungeduldig geworden ist, wir müssten eigentlich langsam fort, eigentlich müssten wir irgendwann mal zur Potte kommen. Ich habe gesagt, ja, der kommt ja gleich, im Notfall fahren sie schon mal. Ich probiere aber nochmal, ich schalte einfach mal alles aus, Radio habe ich ausgeschalten, Licht habe ich ausgeschaltet, weil es zu dem Zeitpunkt noch an war und alles andere mögliche, und in dem Moment ist er angesprungen. Also es war wirklich wahrscheinlich kurz vor knapp, vielleicht hat es auch gereicht, dass sich die Batterie ein bisschen erholt hat vom Warnblinken, das passiert ja auch manchmal, und das hat den kleinen Ausschlag gegeben. Jedenfalls ist er dann wieder angesprungen. Ich habe dann kurz auf meine Freundin gewartet, auf meine Frau gewartet, die dann ja noch kam mit dem laufenden Motor, habe ihr Auto genommen, habe sie direkt damit in die Werkstatt geschickt, sollte da halt gleich mal die Dingens machen ja, veranschlagen und da gleich eine neue Batterie gleich mit wechseln. Aber das dann auf meiner Rechnung natürlich. Und die Reparaturen, Kostenvoranschlag etc. pp. Der hat dann halt gesagt, ja, also auf den ersten Blick sieht es ganz gut aus. Wenn möglich, soll ich mich mit ihr gütlich einigen, also mit der Unfallgegnerin. Ich sehe jetzt keinen großen Schaden, oder er sieht keinen großen Schaden. Es könnte natürlich sein, dass trotzdem die Stoßstange doch gebrochen ist, oder beziehungsweise die Klammern, die Halterung der Stoßstange, das ist ein häufiges Problem dann. Man sieht optisch nicht viel, aber die Klammern sind gebrochen, und in dem Fall müsste die Stoßstange gewechselt werden. Ja, wenn das der Fall ist, wird es natürlich ein bisschen teurer, aber ansonsten, ja, vielleicht irgendwann mal ein neues Nummernschild. Das beläuft sich auf so 50 bis 100 Euro im Allgemeinen mit Halterung und so weiter und so fort, und dann bist du durch. Und wenn möglich, sollst du dich vielleicht mit ihr gütlich einigen, und dann sollte das funktionieren. So, dann gucken wir mal. Flup, flup, flup. Und das Gute ist, dann steht es halt auch nicht als Unfallwagen drin, weil ja kein Unfall gemeldet wurde. Interessanterweise ist ja nicht der erste Unfall mit dem Auto eigentlich. Also wenn ich es doch mal irgendwie an jemanden verkaufen würde, würde ich das schon ehrlicherweise dazu sagen, weil es ist nicht der erste Unfall. Beim ersten wurden tatsächlich die vordere Stoßstange gewechselt, ja, da bin ich zwar jemand reingefahren, der halt, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte noch kennt, da habe ich noch keinen YouTube gemacht. Auf jeden Fall ist die kurz vor mir aus der Kreuzung rausgefahren, war auch eine Dame damals. Die ist kurz vor mir aus der Kreuzung gefahren und hat gemeint, ja, ich habe jetzt Vorfahrt, wie hat sie mir gesagt? Ja, ich hatte es halt eilig, ich dachte, du bremst schon. Natürlich habe ich gebremst, allerdings war es halt arschglatt, war ja Winter. Und irgendwo hört das Bremsen dann halt mal auf. Ja. Genau, so habe ich mich dann angeguckt. Wie gesagt, er hat mir dann teilweise die Schuld dafür gegeben, dass der Unfall war. Hat zwar hinterher ein bisschen eingesehen, nachdem die Polizei da war. Aber wie gesagt, zu mir das Erste, was er sagt, ja, ich hatte halt eilig, ich dachte, sie bremsen schon. Oder ich dachte, du bremst schon. Irgendwas in der Art. Das war scheiße frech.
Muss man so sagen. Naja, was willst du machen? Es ist halt so gelaufen und ich hab's ja auch überstanden, das Auto hat's überstanden. Da wurde auch nichts eingetragen, weil halt auch nur die Stoßstange gewechselt werden musste und sonst war alles gut. Bei ihr war ein bisschen mehr wohl. Ich muss sagen, mein kleiner Opel Corsa, das ist halt ein kleiner Opel Corsa, das ich fahre, ne? Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Der ist eigentlich recht stabil gebaut, muss man sagen. Bin zufrieden. Ja, so könnten sie gerne jedes Auto bauen. So, ich werde es jetzt versuchen. Ich werde nicht quasi in den Möpsen umkehren, also in den Technikern, sondern halt einfach ein bisschen weiterlaufen und gucken, dass ich an denen vorbei und dann auf der anderen Seite sozusagen den Rest mitnehme. So in der Art, um, sagen wir mal, Sterbseleien vorzubeugen. Vielleicht war es gerade diese AOE, die ihr da gesehen habt, die mich da gehauen hat. Ich nehme an, dass es eine AOE war, dieser Wirbelwind. So. Eine Umkehrung der Umkehrung. Aha. Dann laufen wir durch den einen Techniker durch. So. Und nehmen die anderen so nebenbei mit. Blum. Sehr schön. So soll es sein. Okay. So haben wir das ja ganz gut überstanden. Das müsste jetzt nur öfters funktionieren. So. 17 von 30. Okay. Naja, jedenfalls habe ich das Auto geautolisiert und toll war's. Ja, außerdem habe ich gestern noch auf der Arbeit, mehr oder weniger, als ich in der Pause im Handy gestöbert habe, entdeckt. MMUGO hat mal wieder seinen Kalender, Weihnachtskalender, Adventskalender-Gewinnspiel, wo halt jeden ersten, zweiten, dritten, vierten Advent halt, also nicht jeden Tag, sondern wirklich die Adventstage, neues quasi Gewinnspiel freigeschalten wird, wo man teilnehmen kann. Also wenn ihr einen Account bei MMUGO habt, könnt ihr da ja mal teilnehmen. Ich glaube, ich setze, wenn ich den Link finde, muss ich dann mal gucken, setze ich den Link dann auch einfach in die Videobeschreibung und wenn der Link dann in der Videobeschreibung ist, dann ja, könnt ihr einfach draufklicken. Solltet ihr dann noch darüber was drüber bestellen, kriege ich dann auch gleich noch was, weil ich werde dann so einen Partnerlink draus machen. Ja, genau, das wollte ich noch sagen. Hinzu kommt noch, dass momentan auch coole Sachen im Angebot sind, aber ich glaube, wenn ihr die Folge rauskommt, wird das eine Angebot nicht. Jetzt bin ich hängen geblieben. Ah, fuck! Hier, an der scheiß Schneebink bin ich hängen geblieben. Das hat mich jetzt diesmal getötet. Naja, immerhin können wir abgeben. So. Also ich muss mich da noch einarbeiten, Leute. Sorry. Das wird schon. Also wir sind im Momentan wieder genauso wie vorher. Insofern, zweimal sterben können wir. Dann kommen wir nicht vorwärts. Aber wir verlieren zumindest nicht. Das ist ja auch mal was. Das ist ja voll ärgerlich gerade. Aber immerhin gehen dann halt schneller die T4-Rollen weg. Und wir können auf T5 umsteigen. okay. Naja, jedenfalls war es halt wirklich so. Dass, ja, dass da momentan Elex ist zum Beispiel im Angebot. Ich weiß nicht, ich habe ja schon mal über Elex geredet. Elex ist hier das Game, wo was von den Gothic-Machern ist. Ich habe es angefangen zu spielen und ich würde also auch gerne weiterspielen. Ich komme nur halt zeitlich momentan überhaupt nicht dazu. Das ist voll ärgerlich. Außerdem sehe ich halt hier gerade Spellforce 3. Ich weiß nicht, ob ihr die Spellforce-Reihe kennt. Das ist so eine Mischung aus Strategie und Rollenspiel, kann man sagen. Weil man ja einerseits Helden direkt steuern kann und andererseits halt quasi wie in einem Strategie-Game so eine Armee aufbauen kann. Das fand ich immer voll cool. Das war Spellforce 1 war fast noch besser als Spellforce 2, fand ich. Und Spellforce 3, also ich finde, ich feiere das, dass da jetzt ein teuer Teil draußen ist und ich weiß nicht, ob ich mir den heute noch kaufe. Auf jeden Fall mitnehmen würde ich es, weil wo steht denn hier der Preis? Hier. 49,99 kostet es normal, 29,99 ist es hier im Angebot. Das heißt erstmal 20 Euro billiger, das ist schon keine schlechte Sache. Ja, dann kaufe ich das noch über meinen eigenen Affiliate-Link, dann kriege ich da sogar auch selber meine Rabatte, die ich, kriegen kann. Ist nicht verboten. Das ist super, dann kriege ich nochmal kleinen Obolus dann irgendwann zurück, wenn denn irgendwann mal sich genug angesammelt hat. Und ja, solltet ihr irgendwo ein Spiel finden, was ihr euch zu Weihnachten gönnen wollt, das wird jetzt mein persönliches Weihnachtsgeschenk werden für mich. dann, ja, wollte ich nur noch mal darauf hinweisen. Könnt ihr über den Link in der Beschreibung, müsste auch bei Fiesta noch drin sein und bei allem anderen, könnt ihr da einfach dort kaufen. Da gibt es auch ja, für manche Online-Games, die das erlauben, halt Game-Keys, beziehungsweise halt Abo-Karten und sowas in der Art und verbilligter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Star Wars drin war, Iron war auf jeden Fall was. Müsste man mal gucken. Aber, ja, wie gesagt, ist halt so, wie es ist. Ich würde sagen, wir beenden hier mal die Folge. Nochmal anfangen brauche ich jetzt nicht. Deswegen gehe ich mal hier vom Tierchen. Wie gesagt, wenn ihr euch ein Game kauft, immer erst an MMUGO denken und wenn ihr an MMUGO denkt,
immer erst an mich denken und da über mal den Videolink bei mir reingehen. Das ist vielleicht gar nicht so ungünstig. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann freue ich mich, freut ihr euch. Ihr bezahlt deswegen natürlich nicht mehr, um das nochmal zu sagen. Unterstützt mich einerseits dabei, das ist auch gut. Und ja, und ansonsten, ja, gucken wir mal, wie es mit meinem Auto weitergeht. Ich werde euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Adventskalender mit technisch auch. Da gab es ein paar coole Sachen. Ein Gaming-PC für 4000 Euro war, glaube ich, der Weihnachtsgewinn. Das sind coole Preise dabei. Müsst ihr mal gucken. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.